Das letzte Video kam so gut bei euch an. Ich habe euch da einfach mal mit in meinen Garten genommen, ohne ein großes Überthema. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann mache ich das doch heute quasi auch. Ich habe jetzt gerade schon die letzte Pinienrinde auf dem Weg verteilt. Da haben ja noch zwei Säcke gefehlt. Das hat jetzt super auch geklappt. Das sieht richtig gut aus. Ich zeige es euch direkt. Und ansonsten, Zucchini habe ich gerade angefangen rauszunehmen aus den Beeten und Äpfel aufgesammelt. Alles, was so anfällt. Und ja, ich nehme euch einfach wieder mit und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich zeige euch mal, wie ich in den Garten reinkomme. Durchs Gartentürchen, über den neuen Gartenweg. Dann könnt ihr euch das Ganze mal vorstellen. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, denn vor dem Gartentürchen und vor dem Garten läuft eine kleine Straße vom Dorf. Und hinter der Hecke ist das Gewächshaus und da fangen die Apfelbäume dann an. Und dieses Gartentürchen haben wir ja zusätzlich installiert. Unsere Nachbarin, die sagte schon, dass ich diese Äste, die so trocken sind von der Hecke, ganz gut entfernen kann. Das hat bei denen auch gut geklappt. Und dann wächst das Ganze wieder zu. Hat da jemand vielleicht von euch schon Erfahrung mit? Sie sagte, das klappt ganz gut und das würde ich gerne auch noch mal angehen, damit das Ganze noch mal schön zuwächst. Das Gartentürchen konnten wir tatsächlich nur ein kleines Stückchen nach hinten versetzt einbauen. Ich zeige euch das mal. Ich mache das Gartentürchen mal direkt zu, weil es ein super großer Aufwand gewesen wäre. Da sind nämlich noch überall Stämme von der Hecke. Hier wurde ja ein Stückchen rausgenommen und das wäre unheimlich schwierig geworden, die da rauszuholen und das Türchen einzubauen. Und da haben wir gesagt, okay, dann versetzen wir es ein kleines Stückchen nach hinten. Und jetzt nehme ich euch direkt mal mit. Ich kann also quasi durchs Türchen durch und werde direkt begrüßt von meinen Apfelbäumen und von meinem neuen Weg. Schaut mal. Und den kann ich jetzt wunderbar zur Gartenhütte gehen. Und ihr seht auch schon da vorne, da ist das Staudenbeet. Und hier überlege ich ja noch, ob ich das Ganze noch verlängere, dass das so ein bisschen mehr übergeht. Also dieses Stückchen, das gefällt mir noch nicht, das kann ich halt auch nicht gut mähen. Und da werde ich das Staudenbeet noch mal so ein bisschen schöner dran herbauen. In meinem letzten Video hatte ich euch gefragt, was das hier in meinem Rasen ist, und zwar diese Ranken. Und zwar ist das der Gundermann. Ihr hattet mir das direkt schon in die Kommentare geschrieben. Also da gab es auch keine andere Meinung, sondern alle von euch haben direkt geschrieben, hey, das ist der Gundermann. Und da habe ich ein bisschen zu recherchiert. Nachdem mir von euch wirklich dann so viele das bestätigt haben, dass das Ganze auch eine Heilpflanze ist, da habe ich so ein bisschen zu recherchiert. Und es ist wirklich so. Also manche sehen das als Unkraut an, da gibt es auch welche, die das dann vernichten. Da muss ich sagen, da würde ich da, war mir direkt klar, da verzichte ich drauf. Vor allem, weil man diese kleinen Ranken auch ganz, ganz gut eigentlich so aus dem Rasen ziehen kann. Ich werde jetzt gucken, dass ich das Ganze ein bisschen zügel. Ich möchte es tatsächlich nicht überall haben, aber an manchen Stellen, und da habt ihr wirklich recht, sieht das Ganze, wenn das blüht, wirklich richtig schön aus. Und zusätzlich, ich werde das mal austesten, hat es halt Heilkräfte. Man kann wunderbaren Tee damit machen. Es gibt Tinkturen und Pasten, die man damit zubereiten kann, die Heilkräfte haben sollen. Und manche machen das in Salat rein oder machen eine Kräuterbutter dazu. Und ihr wisst ja, ich versuche ja so viel wie möglich auch hier im Garten irgendwie zu verwenden. Und das werde ich mit dem Gundermann auf jeden Fall machen. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Mal gucken, ob ich jetzt hier so eine Ranke so schön ziehen kann. Also das sind die Blätter. Die sind wohl essbar und die kann man dann auch in den Salat machen oder so. Ich werde das auch direkt als Tee ausprobieren, auf jeden Fall. Und vor allem kann ich das Ganze, ich gucke mal, ob ich hier jetzt was ganz gut rausziehen kann. Hier, ihr seht das hier ganz gut, die Ranken nämlich, die wollen hier ins Beet ranken und das kann man ganz gut einfach so rausnehmen. Der Gundermann. Ich bin ja bei solchen Sachen immer vorsichtig, aber ich finde das Thema total spannend. So verschiedene Kräuter, Heilkräuter, wilde Kräuter. Mal gucken, was da in der Zukunft noch in meinen Garten einziehen wird. Aber ich probiere jetzt einfach mal ein Blatt. Ich habe ja ein bisschen recherchiert und was soll schon passieren. Also wenn kein Video mehr kommt, wisst ihr Bescheid. Ja. Also geschmacklich haut er mich jetzt nicht um. Aber wenn der, oh Gott, wenn der Heilkräfte haben soll, unter anderem soll der für auch Erkältungskrankheiten sein, aber auch Verdauungsprobleme, also irgendwie gegen ganz viele Sachen helfen, dann kann man das mal machen. Vielleicht schmeckt der auch im Tee einfach ein bisschen anders. Also ich habe ihn ja jetzt gegessen, ohne dass ich was anderes dabei habe, einen Salat oder so. Aber den Tee, den werde ich auf jeden Fall als allererstes mal ausprobieren. Ich hatte jetzt hier schon angefangen, neben dem richtig schönen, den zeige ich euch mal eben, der blühende Fenchel. Schaut mal, wie schön. Und der bildet jetzt seine Samen aus.
Den lasse ich auf jeden Fall noch stehen, solange der blüht. Aber hier die Zucchini, die hat es so langsam hinter sich, da kommt auch nichts mehr. Also die bin ich jetzt gerade dabei zu entfernen. Da hinten habe ich ja auch noch eine Zucchini und dann werde ich das hier aufbereiten. Dieses Stückchen, hier habe ich noch nichts Neues gesät, aber schaut mal, hier habe ich Asiasalat gesät. Ich hoffe, ihr könnt den sehen, eine Reihe. Und ich möchte hier noch andere Sachen auspflanzen. Da hinten, da ist noch der Mangold. Hier ist ein blühender Salat. Ich glaube, den lasse ich auch stehen. Dann kann er mir noch mal Samen bieten und noch mal rote Beete. Man merkt das schon wieder. Die Sonne, die steht jetzt total anders. Die ist kurz vorm Untergehen. Wir haben es jetzt nach 5 und da muss man sich wirklich immer ein bisschen beeilen. Aber wir hatten auch noch mal jetzt, wo ich es gerade sehe, bezüglich Stecklinge in den Kommentaren uns ausgetauscht von der Physalis. Die zeige ich euch noch mal. Also die Physalis ist wirklich die Pflanze, die hier am besten noch im Beet aussieht. Die sieht aus, als hätte ihr das noch gar nichts ausgemacht, dass ein bisschen kälter geworden ist. Ihr sagt selbst, das sind so die Erfahrungen bei euch in den Kommentaren, dass die Grünen vielleicht nicht mehr, also Physalis reifen wohl nicht nach, vielleicht schaffen es die Grünen noch ein bisschen dunkel zu werden, so wie die hier hinten. Und dann können die noch mal geerntet werden und da hoffe ich jetzt so ein bisschen drauf. Dann überlege ich, weil diese große Pflanze kann ich nicht überwintern, dass ich auch die Stecklinge mache, so wie wir es in den Kommentaren schon beschrieben haben. Das heißt, ich werde sie richtig zurückschneiden, mir Stecklinge machen. Und vielleicht lasse ich sie einfach dann auch im Beet, wenn sie runtergeschnitten ist. Wir hatten tatsächlich, oder ich hatte Kommentare dabei, die auch geschrieben haben, dass das auch so im Beet klappt. Ich probiere das einfach mal, glaube ich, aus. Und wir haben Mitte Oktober und schaut mal, es ist auch noch wunderbar im Beet am Blühen. Bei den Erbsen, selbst wenn die Erbsen nicht mehr ausbilden, da habt ihr auch geschrieben, dass viele von euch die Erbsen, wenn die so klein gewachsen sind, auch gerne in den Salat tun. Und das werde ich einfach auch machen, weil ich habe ja leckeren Feldsalat. Und das werde ich einfach mal miteinander kombinieren. Schaut mal, da hingen doch noch zwei kleine Zucchini dran. Die werden auf jeden Fall mit in die Küche kommen und da kann man noch mal was richtig Leckeres mit zubereiten. Und ihr seht, zwischen den Zucchini, die haben jetzt hier gesessen, da hat sich einiges an Beikräutern und an Unkraut ausgebreitet. Das werde ich jetzt erstmal grob entfernen, dann hacke ich das Ganze gleich nochmal, beziehungsweise viel mache ich damit gar nicht. Und dann gucke ich, was ich hier auf die Fläche als Gründüngung aussehe. Da habe ich noch ein bisschen Saatgut tatsächlich bestellt, das muss ich euch gleich mal zeigen. Ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, dass hier jetzt die letzten Tomaten und die Frühlingszwiebeln rauskommen. Und hier möchte ich auf jeden Fall Weizen aussehen. Ich weiß gar nicht, Weizen? Ich schaue mal eben auf die Tüte. Ich möchte ja so viele Sachen aussehen und ich habe mir wieder ein bisschen was bestellt, was ich jetzt noch nicht hatte. Und zwar, hier ist es, Roggen, nicht Weizen. Ich habe hier Roggen, den möchte ich aussehen, aber ich meine, ich hatte auch Weizen. Moment. Dinkel, klar, weil ich so viel auch mit Dinkel, ich hatte Weizen bestellt, da muss ich noch mal gucken, den habe ich irgendwo und ich finde ihn nicht wieder. Und ich habe jetzt aber noch Dinkel, die Wintersorte Goldkorn bestellt und Robben, der heißt Martin Schmidt. Die wollte ich auf jeden Fall aussehen, denn ich habe jetzt eine kleine Mühle, womit ich ein bisschen Mehl mahlen kann. Also nicht, ich bin ja kein kompletter Selbstversorger und nicht, dass ich das auch werden möchte oder werden kann hier auf der Fläche. Aber ich möchte gerne total gerne solche Sachen ausprobieren. Mehl mahlen, so viel wie möglich hier im Garten anbauen, auch verschiedenste Sorten und Kulturen. Und ja, irgendwie habe ich Lust auf Dinkel und auf Roggen und Weizen, auch wenn ich eine wiederfinde. Die Tomaten sind raus. Ich werde jetzt, also die können auch noch ein bisschen stehen bleiben, aber ich wollte ja unbedingt hier den Roggen hinpflanzen und deshalb werde ich die jetzt rausnehmen und werde sie ja teilweise verbrauchen und den Rest einfach klein schneiden in kleine Ringe und dann werde ich die einfrieren. Frische Frühlingszwiebeln, da freue ich mich schon sehr drauf. Die kann man ja wirklich vielseitig verwenden und dann auch noch die kleinen Zucchini.
Also herrlich. Die Tomatenstangen, die haben schon ihre Ecke, damit auch alles immer wieder gut vorbereitet ist, ja, für die nächste Saison im nächsten Jahr. Ihr seht schon, es wird jetzt schon wieder so dunkel, dass ich gleich hier nicht mehr arbeiten kann. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Beete morgen bzw. übermorgen, morgen soll es regnen, morgen, Quatsch, übermorgen weiter bearbeiten werde und dann werde ich jetzt das Aussehen noch mal lassen, weil ich möchte erstmal die Beete vorbereitet haben und möchte genau gucken, wo pflanze ich denn was, auch wegen den Folgekulturen. Und da werde ich jetzt fix noch mal morgen den Regentag nutzen, da werde ich das machen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch der kleine Eindruck hier wieder gefallen hat, dieser kleine Gartentag ohne Thema, könnte man eigentlich auch so benennen, ne? So eine Serie, Gartentag ohne Thema oder so. Vielleicht habt ihr ja Ideen für diese Serie, wo ich euch einfach mitnehme, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann hoffe ich, dass ihr Lust habt, auch wieder beim nächsten Mal einzuschalten. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ja, macht's gut. Tschüss.